Eine Absage erhielt auch Krause. Krause, das war einer. Krause war der kürzeste Zeitabstand zwischen zwei Pannen. Wurde ständig von der Intelligenz verfolgt, doch er war schneller. Der hat Sache gefunden, die hatte die Anna noch gar nicht verloren. Jetzt ist der 6 Monate aus dem Amt. Wissen Sie, wer gestern nach dem gefragt hat? Kein Mensch. Ihr fragt dagegen, ist unser Verteidigungsminister. Früher hätte der Folger von Nazareth seine Soldaten nicht in die Wüste geschickt, sondern in den Vorrühestand. Sie mussten feststellen, Belletwen ist nicht Bethlehem. Als man sie fragte, kommen sie aus Überzeugung oder aus Deutschland? Mittlerweile wissen auch wir, dass das Vermögen der UN aus Unvermögen besteht. Und so möchte Rühe vor dem Rückzug aus Somalia vor den Blauhelmen nochmals den Heino singen lassen. Glauben Sie mir, das wäre die erste ernsthafte Bedrohung für unsere Soldaten. Das hört unsere lovely Rita, die Mutter Curare der CDU, gern. Was hat sie sich beim Paragraph 218 aufgeregt? Das Urteil von Karlsruhe sei ein Witz. Ja, gnädige Frau, was erwarten Sie von einer Herrensitzung? Hannelore Rönn schlägt Alarm, Deutschlands Mütter werden immer älter. Stimmt, meine Mutter hat auch gestern Geburtstag. Den feiert auch die Familie Becker, denn der Wunsch von Boris hat sich erfüllt. Mein Sohn soll ein Baby werden. Ein Wunsch ging auch für Matthias Wissmann in Erfüllung, unseren Verkehrsminister. Kaum im Amt, zweimal gewechselt. Also wenn man sieht, wie Minister von heute auf morgen ein vollkommen fremdes Ressort übernehme, das können nur Ungelernte. Ist ja ein schlaues Kerlchen, kennt schon den Unterschied zwischen deutschen Autos und polnischen. Die einen sind aus Kruppstahl, die anderen aus Diebstahl. Die Schau gestohlen hat vielen auch Seehofer. Er meint, die Hälfte aller Medikamente könnte man aus dem Fenster werfen, wenn man nicht Angst um die Vögel haben müsste. So fordert Seehofer die Wiedervereinigung der Spalttablette. Und im Rahmen dieses Forschungsprogramms hat er ein neues Mittel entdeckt zur Schnakenbekämpfung. Es töte die Schnaken nicht, macht sie aber sexy, können sie paarweise erschlagen. Da lachen die Süddeutschen, voran Stoiber, der Verwalter des Amigo-Fonds für notleidende Politstars. Ja, Münchens Politiker bekommen immer mehr eine christliche Einstellung. Nimm, was du kriegst. Das merkt man auch am Finanzminister. Sogar seiner neuen Frau gegenüber ist Weigel ja so geizig.
In einem Brief an Sie schreibt er, ich wollte dir noch 50 Mark beilegen, aber ich hatte das Kuvert bereits zugeklebt. Am besten, er würde sein Finanzprogramm mit Kreide schreiben, Schwamm drüber. Doch er ist fair. Er hat festgelegt, ein Schizophrener braucht nur dann zwei Lohnsteuerkarten, wenn beide arbeiten. Bei 4 Millionen Arbeitslose kann man sich auf manches nur schwer einen Reim machen. Zum Beispiel vor dem neuen Arbeitsamt, die Kunst in Mainz ist, wie man sagt, verhunzt, außen Rost und innen hohl, Herr Jagoda, sehr zum Wohl. Ja, vor einer Wahl ist die Stimmung bei den Politikern wie in einem Harem. Jeder weiß, dass er drankommt, aber keiner wann. Noch nicht mal bei der FDP. Der Außenvorminister Kingl behauptet, die erfolgreiche Frau von heute ist gar kein Mann, sie steht ihm nur. Ob er da an die Freifrau von Braun dachte, die Chefin der Berliner FDP, sie hat das falsch verstanden. FDP, Föhnen, Dauerwelt, Pediküre. Frau Laurin nahm sie in Schutz, denn unter Kante macht man sich schon verdächtig, wenn man ein Kleid trägt mit V-Ausschnitt. Kennen Sie den Unterschied zwischen Adam Schwetzer und dem Schürmann Bau? Sie ist ganz fertig. Sie versteht halt was von Architektur. Ihr fällt nichts ein. Wie den 656 Abgeordneten, die sind uns lieb und teuer. Weniger teuer wären sie uns lieber. Wissen Sie, warum Genscher die Kandidatur zum Bundespräsidenten nicht annehmen konnte? Er hat gestanden, dass er trotz seiner vielen Staatsbesuche am Tag vor der Abreise immer ganz nervös sei. Da meint Kohl, ich fahr doch einen Tag früher. Man fragt sich, ist das schon das Ergebnis des neuen Kanzlerwahlberaters? Froh zu sein bedarf es wenig, nur wer froh ist, holt sich Bönig. Stellen Sie schon mal bereit, die Wahlschlappe. Und bevor am Wahlabend die Elefantenrunde drin rumläuft, weil wieder jeder gewonnen hat, vor allem in Bayern, mal sehen, ob in den bayerischen Wahlkabinen die Bleistifte wieder an so kurze Fäden hängen, dass mir nur im obersten Kästchen sein Kreuz macht.